Tja, wir wollen uns natürlich nicht bei der russischen Sicht belassen, sondern auf den bevorstehenden NATO-Gipfel schauen mit einem Sicherheitsexperten. Klaus Ohlshausen ist im Studio. Herzlich willkommen bei Phoenix. Guten Abend. Herr Ohlshausen, müssen wir uns denn jetzt vor Russland fürchten? Eben der Kollege aus Moskau, Bernhard Lichter, hat ja eben noch mal die Verteidigungsausgaben gegeneinander gestellt, der beiden, Russland und eben insbesondere der USA, und sagt, das Aufrüstungsprogramm ist jetzt nicht aktiv daneben gegen die NATO gerüstet. Wie sehen Sie es? Die Frage ist ja nicht, Zahlen zu vergleichen, sei es Haushalte oder Waffenzahlen. Es geht um die Frage, welche Absichten mit der modernisierten russischen Armee und mit den vielen anderen sogenannten jetzt hybriden, also vielgestaltigen Elementen an Einfluss auf Nachbarstaaten vollzogen werden kann. Mhm. Wir haben eben das Faktum, dass es eine illegale, aggressive Annexion der Krim gibt, dass Donbass weiter destabilisiert wird mit Unterstützung Russlands, ob sie das nun zugeben oder nicht. Es ist so. Ob das Urlauber sind, das kann man ja so oder so bezeichnen. Und solange das anhält, solange dafür keine klare Lösung ist, dass die territoriale Integrität der Ukraine wieder da ist, wird die Unruhe in den östlichen Staaten anhalten. Da kann man über Dialog reden, solange man will. Die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen, das klingt aber, als wäre es das in sehr, sehr weiter Ferne gerückt worden. Es gibt ja die Minsker Abkommen und die sind ja nun von beiden Seiten nicht wirklich eingehalten. Also die Minsker Abkommen haben eben damals, als Poroschenko in der Defensive war, militärisch, musste er viele Zugeständnisse machen, die ihn auch Frau Merkel und Herr Hollande abgerungen haben. Und damit ist ein Papier entstanden, das man schon 2014 erkennen konnte, was permanente Destabilisierungsvorwürfe und Maßnahmen von Putin ermöglichte, wenn er das für sinnvoll oder möglich hielt. Und deshalb ist Klartext erforderlich gegenüber Russland. Die Grenze muss von der OSZE überwacht werden dürfen. Solange er dieser Maßnahme nicht zustimmt, muss man annehmen, dass er an einer Beruhigung der Lage kein Interesse hat. Ist Politik nicht auch immer die Kunst des Machbaren? Heißt das also zu konstatieren, dass diese Situation in der Ukraine festgefahren ist? Ja, wir haben ja schon mehrere. Also das ist ja nicht der einzige sogenannte fast eingefrorene Konflikt, aber der ist noch ziemlich aktiv. Und wenn wir vorankommen wollen, dann kann die Destabilisierung der Ukraine jedenfalls nicht fortgesetzt werden. Und der Ausweg ist, weil Russland ja immer sagt, wir sind da gar nicht beteiligt, dann könnte er ja die Grenze für Urlauber und für Leute, die da militärisches Gerät hinüberbringen, schließen, wenn er an einer Lösung interessiert ist. Das macht er aber nicht. Er lässt es aber auch nicht zu, dass die OSZE das auf der ukrainischen Seite kontrolliert. Also ist irgendwas in seinem Kalkül, was an der Destabilisierung der Ukraine Interesse hat. Das heißt, nun ist die Ukraine ja auch im Moment nicht wirklich damit, sozusagen im Zeitplan dieses Abkommen in Minsk zu erfüllen. Aber wenn wir jetzt noch mal. Die kann es ja gar nicht. Solange, man kann keine Wahlen durchführen, solange der Zustand in Lugansk, in den besetzten Teilen Lugansk und Donbass so ist, wie er ist. Egal, und da gibt es auch weiter Schusswechsel, Gefechte, da sterben weiterhin Menschen. Der Waffenstillstand ist ja nicht mal präsent. Wenn wir jetzt auf die anderen Staaten schauen, das machen wir jetzt gleich. Und deswegen wollen wir auch gleich noch miteinander reden, damit wir den Blick noch mal wegnehmen von dem Ukraine-Russland-Konflikt, Herr Ohlshausen. Ja. Herr Ohlshausen, sind denn die Schritte, die die NATO eingeleitet hat jetzt, also die Verstärkung der Truppen im Baltikum und auch in Polen, sind die denn ausreichend? Also sie sind insoweit ausreichend, als zunächst einmal die psychologische Lage der baltischen Staaten, der Polen, aber auch der Rumänen und Bulgaren, denen gezeigt wird, dass man auf dem Wege ist, die Solidarität, die politische und psychologische Solidarität zu untermauern. Wenn Russland, was ich nicht annehme, einen rein militärischen Angriff planen würde, dann hätte es in der ersten Phase einen Vorteil. Insofern gab es ja Berichte darüber, dass man die baltischen Staaten in 30 oder 36 Stunden oder was überrennen kann und sowas. Ich glaube nicht, dass Russland dieses machen würde. Russland hat ganz andere Methoden. Aber sie haben ihr starkes Militär sozusagen parat, sodass sie immer damit spielen können, wie sie das in der Ukraine-Krise ja auch getan haben. Als überlegt wurde, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, haben wir das nicht getan,
weil wir erstarrt sind vor der Stärke der Russen, die eben so dachte, selbst die Kanzlerin dann die ganze Ukraine besetzen würden. Das hätten die Russen wahrscheinlich nicht getan, weil sie einen Insurgentenkampf in Ukraine nicht gewollt haben. Dieses Abschreckung und Dialog ist ja jetzt das Wort, das auch heute wieder die Runde macht. Die Kanzlerin hat das in der Regierungserklärung in den Mund genommen. Das erinnert natürlich auch schon an alte Zeiten. Ja, ich glaube nicht, man darf Abschreckung heute, ich würde mal sagen, die moderne Abschreckung, nicht mit den alten Zeiten vergleichen. Wir werden keine Blockkonfrontation im Sinne von Kapitalismus und Sozialismus haben, sondern wir haben eine machtpolitische, geopolitische Auseinandersetzung. Und man muss den Russen klar sagen, natürlich bleiben sie unser Nachbar, natürlich bleiben sie eine große Macht, aber sie, wenn sie sich verabschieden von dem, was sie schon mal in Paris und dann in Budapest und so weiter unterschrieben haben, wenn das für sie jetzt nicht mehr gilt, und das haben sie ja gezeigt in der Ukraine, dann müssen wir klare Grenzen ziehen und selber sagen, hier kannst du uns nicht beeinflussen. Wenn du zurückkommst oder wenn du mit uns gemeinsam eine neue konsolidierte Form von europäischer Sicherheitsarchitektur machen willst, dann musst du die Rechte anderer Nationen anerkennen. Konzentrieren wir uns vielleicht zu sehr auf Europa, denn an anderer Stelle, wir schauen nach Syrien, auf den Nahen Osten, da gibt es ja durchaus auch die Bereitschaft oder fast den Zwang, auch mit Russland zusammenzuarbeiten. Heute gab es ein Gespräch des amerikanischen und russischen Präsidenten. Also da haben wir uns ja auch durch das nicht richtige Einschätzen des russischen Vorgehens selber in die Defensive gebracht. Mhm. Es geht aber dort auch nicht nur um russische Zusammenarbeit, sondern da geht es darum, dass ein NATO-Land an der Grenze zwischen Syrien und Irak seit 5 Jahren Kriege erlebt. Da hat die NATO sich noch nicht mit besonderem Engagement darum gekümmert. Das hat man anderen überlassen, einer großen Koalition oder Freunden Syriens, die aber nichts geleistet haben. Also ich bin fest überzeugt, dass die südöstliche Bereiche, um nicht das Wort Front zu nehmen, viel, viel diffiziler noch und schwieriger zu lösen sein wird als die Ukraine-Krise mit Russland. Hat die NATO die Kraft dazu? Wenn die Nationen 28 sagen, wir müssen jetzt handeln, wenn die Situation, wahrscheinlich muss sie noch schlimmer werden, dann wird sie wohl eingreifen, wird zupacken. Sie versucht ja jetzt leicht bei der Koalition der Großen ein bisschen mitzumachen. Aber das wird nicht reichen, solange Assad glaubt, er kann gewinnen und das mit iranischer und russischer Unterstützung glaubt, durchsetzen zu können, wird es zu keiner politischen Lösung kommen. Eine prekäre Situation. Ja. Herr Olshausen, vielen Dank für die Einschätzung, die Analyse und den Besuch bei uns für heute Abend.